Mit Köpfchen total tierisch und feuchtfröhlich. Unser HSTV-Flashback zurück ins Wochenende hingeschaut und nochmal reingeklickt auf die volle Packung hauptstadtsport.tv. Schachmatt durch die Nachwuchscracks im Spiel. Bei den Vereinsmeisterschaften des SC Eintracht Berlin zeigten die Brains, was man mit besonders viel Gehirnschmalz so leisten kann. Es ist schon halt angespannter, wenn es um Pokal halt geht, weil man will ja auch halt gewinnen. Alle Mann on board. Die Stand-Up-Paddling-Community wollte eigentlich die Ostdeutsche Meisterschaft bestreiten, feierte stattdessen sich selbst und brachte ordentlich Aloha-Feeling an den Tegeler See. Wir zeigen euch warum. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir ein Subfest und haben auch noch ein paar Kanuten und ein paar Kanadierfahrer eingeladen und sind dann alle zusammen so ein bisschen hier gemeinsam aufgetreten. Lass den Rubel rollen und den Sulki auch. Beim vierten Lauf des Berlin-Jägersroh-Supertrott-Cups ging es um die letzten drei Finaltickets der mit 70.000 Euro dotierten Rennserie. Schwedisch-Deutsch und tierisch spannend. Natürlich sehr hoch. Das erste Mal, dass so ein Rennen ausgetragen wird hier in Berlin. Und da möchte man natürlich gerne dabei sein und auch mit einem guten Pferd mitmischen. Zurückgeschaut, hingeguckt und die volle Vielfalt der Berliner Sportwelt entdeckt. Unsere HSTV-Flashbacks. Schaut mit uns nochmal auf ein wildes Sportwochenende. Folgen, klicken, gucken, Spaß haben auf hauptstadtsport.tv.